So, und das sind wir wieder. Drittes Spiel in den EU Qualifiers von The Summit. NextKC trifft auf Virtus Pro. Die haben eben, Virtus Pro, meine ich, die haben eben gegen Relax verloren. Und das, oh, also Relax hat sehr überzeugend gewonnen, muss man sagen. Wir haben sie am Ende nochmal ganz kurz geschaut auf die Goldgrafen. Wir waren irgendwo bei 14.000 und XP war es genau dasselbe. Also Virtus Pro hat da weder vom Farm noch von den Fights etc. das geliefert, was sie hätte liefern müssen. Wie gesagt, die Disband-Gerüchte sind da halt auch noch in der Luft. Da habe ich schon mal drüber geredet. Ich hoffe es halt nicht. Virtus Pro ist ein altes Team. Ich würde es gerne sehen. Vielleicht eine Reformierung. Vielleicht ein bisschen frisches Blut reinkriegen. Aber Namen wie Mr. G-God, NS, Illidan, Arts, wäre halt wirklich schade, die nicht mehr irgendwo oben dabei zu sehen. Ich meine, sie sind jetzt wirklich schon Richtung Tier 3 Level unterwegs. Und das ist halt wirklich schade um die Jungs, meiner Meinung nach. Wie auch immer, ich denke jetzt mit NextKC haben sie auf alle Fälle einen Gegner, wo sie die Chance haben, NextKC zu schlagen. Wobei man aber sagen muss, Next, die sind relativ gut unterwegs, die Jungs. Die haben wir gecastet in Starler, die haben wir in anderen Qualifiers, EMC etc. gecastet und da haben sie eine gute Form abgeliefert. Also Virtus Pro, das wird kein Spaziergang. Hier ist alles drinne und schauen wir mal, wie das Ganze endet. Es ist auch ein Co-Caster dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Diesmal wirklich von mir. Hatten leider im Game davor ein paar technische Probleme, sollte aber bis jetzt behoben sein. Also auch hallo von mir. Und dazu kann ich auch gleich was sagen. Next steht zurzeit nicht sonderlich gut. Haben die letzten, jetzt muss ich nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Serien verloren komplett. Und die brauchen natürlich auch jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Yep. Definitiv. Was, so viel haben sie verloren? Ja, wow. 7 am Stück Serien. Da waren auch Best of Threes dabei. Ja, ah, ich sehe es gerade. Okay, sie haben ja gegen Aware, gegen Empire haben sie zweimal gespielt, gegen Dusa. Man muss aber auch sagen, die Gegner, die sie hatten, die letzten Matches, die waren natürlich auch Next Level. Also wie gesagt, Power Rangers ist in super in Form. Empire braucht man gar nicht drüber reden. Nach Starler, da weiß jeder, dass sie in guter Form sind. Und bei Aware, okay, Aware Gaming ist halt ein Pro Series, also Starlight Pro Series Team. Ich weiß gar nicht, ob die abgestiegen sind oder aufgestiegen sind. Wie auch immer, aber es ist halt ein Tier 3 russisches Team und dass sie gegen die verloren haben, ist eigentlich erstaunlich. Wie auch immer, die haben halt ein bisschen Losing Streak derzeit und jetzt schauen wir einfach mal in den Draft. Und der Draft in dem Best of One ist so immer der ausschlaggebende Faktor. Du draftest ordentlich und dann musst du es nur noch durchbringen. Die Execution ist natürlich auch wichtig, aber mit dem Draft steht und fällt in dem Best of One alles. Lycan, Send geht raus für Virtus Pro, das haben wir im letzten Spiel schon gesehen. Und Ember, Naga ist es für NextKC. Dann haben sie sich für Invoker und Nyx Assassin entschieden auf Virtus Pros Seite. Und Next geht auf Batrider Initiation und sichert sich noch Ancient Apparition obendrauf. Ancient Apparition? Dass er durchkommt überhaupt von den Bands, überrascht mich jetzt schon ein kleines bisschen, muss ich sagen. Next nutzt es sofort instant aus, gleich auf der zweiten Stelle gepickt, nach dem Bad Rider. Ich glaube, bei Ancient braucht man einfach nichts sagen. Der Hero ist einer der Gewinner überhaupt in dem Patch und ich kann verstehen, dass er so oft gespielt wird als Support, weil er einfach dem Team so viel gibt und auch eben global Präsenz zeigt. Bad Rider sowieso mit seiner Initiation Power einfach auch ein guter Offlaner, weil er auch in den Wald rotieren kann, wenn es da nicht so gut läuft. Jetzt sehen wir noch Mirana für Next. Yep. Scheint wohl, als wäre das der Carry vielleicht sogar, wobei, also ich persönlich bin kein Fan von Carry Mirana, aber könnte es sein, natürlich ist er auch early stark mit dem Arrow und hat auch relativ guten Burst mit Starstorm. Müssen wir mal schauen auf die weiteren Picks, wo sie da einzuordnen ist als Rolle bei Next. Ja, was halt der Fakt ist, wir haben schon die zweite Bannrotation gesehen, SF und Dazzle kommen raus für Virtus Pro, das heißt, ich glaube NextKC ist auf Radiant Seite. Deswegen Shadowfiend kann ich absolut verstehen. Das hatten wir heute schon mal, das Thema mit Shadowfiend auf Radiant Seite. Da ist der absolute Vorteil wegen den zwei Sidecams in der Mitte. Und NextKC entscheidet sich halt für Morphling und Disruptor. Disruptor kann ich verstehen, weil ist sehr gut gegen Mirana. Kannst du zurückklimpsen, wenn sie denn wegliebt. Dasselbe für Batrider. Die Klims disengaged. Genauso wie das Swap von Vengeful Spirit. Das Lasso. Und von daher ist es halt ein starker Counterpick, wenn sie denn dafür gehen wollen. Was ich noch bei NextKC ein bisschen vermisse, ist eine Synergy mit der Mirana. Das heißt, Shadow Demon
und Bane wären jetzt hier die Option. Weiß ich aber nicht, ob sie halt da noch drauf gehen wollen. Es fehlt halt noch so ein bisschen der Core oder der zweite Core zumindest. Und aber es könnte trotzdem Shadow Demon und dann eine relativ starke Mitte mit der Mirana, eine Tri-Lane und Batrider Offlane. Das wäre ein ganz traditionelles Setup. Könnte man da drauf gehen. Wie auch immer, Würdespro entscheidet sich. Ja, da kommt der Bane. Ja. Und Würdespro entscheidet sich für Shadow Shaman und jetzt haben sie auch noch ihren vierten Pick. Mal schauen, was da kommt. Was bei NextKZ auch ein bisschen schwach ist, ist gerade die Pushpower. Also Pushpower ist eigentlich gleich null. Sie haben keinen Hero drinnen, der irgendwelche Summons hat, der viel Damage auf Tower machen würde. Also da hat absolut Würdespro allein schon mit Shadow Shaman und Invoker die Nase vorne. Invoker, wenn er auf Exhaust geht, kann immer seine Forge Spirits casten und die sind gegen Tower extrem gut, weil sie natürlich auch noch Rüstung reduzieren. Und die Mars Serpent Ward sowieso einer der besten Push-Spells überhaupt. Und auf Dire Seite kommt noch hinzu, dass man natürlich da extrem schnell Roshan mitmachen kann. Und das ist der große Vorteil von Shadow Shaman auf Dire. Und deshalb wird er auch viel öfter auf der Seite gepickt. Und seine Winrate ist auch unverhältnismäßig viel höher für diejenigen, die es interessiert. Es sind aber gute Picks bis jetzt auf jeden Fall. Es ist ein bisschen traditionell, ein bisschen klassisch. Entspricht auch dem jetzigen Meta. Es sind keine großen Überraschungen. Virtus Pro fehlt im Prinzip jetzt noch entweder eine Offlane und ein Hard Carry oder wenn Nyx Assassin auf die Offlane gehen wird, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil er doch ein bisschen schwach ist, ein bisschen einen schlechten Stand hat, würde da noch ein Offlaner fehlen. Ja. Wobei die Offlane von Virtus Pro wird es gegen Mirana Bane sowieso sehr, sehr schwer haben. Ja, oder das wird Mirana wahrscheinlich Nyx Assassin sein. Mit Spike Carapace könnte er eventuell was machen, aber ich denke nicht, dass wir eine Solo-Offlane hier sehen werden. Wie auch immer, sie sichern sich Shadow Demon. Okay, das ist ein schöner Setup für einen Exort Invoker, auch für ein Follow-Up Nyx Impale kann da was kommen. Dann haben wir noch Hex und Schecke oben drauf, plus halt eine ganze Menge an Damage, wenn der Soulcatcher draufkommt. Deswegen mag ich Shadow Demon. Und wie gesagt, für Virtus Pro fehlt dann noch ein Core und ich denke mal, jetzt kommt sowas wie ein Luna-Bann oder irgendwas ähnliches. Vielleicht sogar ein Lifestealer-Bann, nur um eine Nyx-Infest-Bomb zu verhindern. Und ja, es ist die Luna. Das heißt, sie nehmen den Core raus für Virtus Pro. Aber ich denke mal, die haben das schon erwartet. Die haben das gewusst, wenn sie bis dahin keinen Core picken, kommt dann ein Core-Bann raus von NextKZ. Und jetzt ist aber genau das Gleiche. Wir haben ein Core-Bann oder ein Mid-Bann für Virtus Pro anstehen. Und sie entscheiden sich für den Lifestealer. Was mich jetzt ehrlich gesagt überrascht, Lifestealer wäre eine Option gewesen, meiner Meinung nach, für Virtus Pro. Hätte ich dort gerne gesehen. Hätte man nix Infest Bomb gehabt. Und ja, funktioniert auch sehr gut mit Soulcatcher zusammen und mit allen Templar anderen. Assassin. Aber ja, NextKZ entscheidet sich jetzt TA zu picken. Das heißt, wir haben unsere Mitte feststehen. Das heißt, wir haben also Tri-Lane, Offlane, Batrider, TA mit. Ein ganz traditionelles Setup und bei Virtus Pro kommt jetzt halt, ist die Frage, auf was gehen sie? Irgendwas muss es ja sein. Ja, das wird jetzt schwer. Gegen Templar Assassin gibt es nur ganz, ganz wenig Heroes, die da einen guten Stand haben. Faceless Void. Oh, Faceless Void. Ja, na, was heißt guten Stand in der Mitte? Also wenn du, ja gut, den haben den Invoker. Dann ja, Invoker, ja. Gerade wenn er dann Exort ist und dann Force Spirits rauskommt, damit kannst du eine ganze Menge an Damage auch durch Refraction machen, was heißt beziehungsweise nicht durch Refraction, du kannst aber die Refraction gut wegkriegen und dann halt entsprechend Damage machen. Faceless Void mag ich soweit nicht, zumindest nicht in dem Draft, einfach aus dem Grund, weil mir fehlt ein bisschen die Synergy dazu. Du kannst zwar die Master Open Wards an den Rand bringen von der Chronosphere, die machen da einiges an Damage. Du kannst, wie gesagt, hier God kann, wenn er auf Exort denn ist, auch eine ganze Menge Damage machen mit Meteor, Sunstrike, etc. etc. Also innerhalb der Chrono, aber ansonsten, das ist es dann schon. Wir haben dann Mana Burn, eventuell Impale in die Chrono, aber das, wie gesagt, das war's dann. Ich hätte dann doch eher schon lieber in Witchdog zum Beispiel auf Jotam gesehen, um halt in die Chrono entsprechend Damage zu machen. Die Combo haben wir schon oft gesehen, die funktioniert, wissen wir, dass sie funktioniert, sie entscheiden sich aber für was anderes. Wie auch immer, wir stellen ganz normal fix das Team vor. Wir haben aus Art hier auf dem Nyx Assassin, in der Mitte haben wir God, as usual, G-God, und Jotam spielt, oh mein Gott, da kommt ein 5-Man-Smoke und, oh, Mantis wurde jetzt schon hier entdeckt. Jetzt kommt
die Ward raus, aber kein Arrow fliegt. Das heißt, Jotam ist da wahrscheinlich ganz knapp seinem Tod entgangen. Wie auch immer, machen wir einfach mal noch weiter, in der Hoffnung, dass kein First Blood fällt. NS ist auf dem Shadow Shaman und Illidan spielt, wie erwartet, in einer Aggressive Try den Void. Ja, auf Seiten von NextKZ, ja, das ist immer fies für Caster, wenn sie nicht ihre offiziellen Namen verwenden. Okay, wir haben auf jeden Fall Mantis auf der Mirana, die ist auf der Top-Lane. Dann haben wir dazu noch den Bane ASD, wer wird das wahrscheinlich sein? Das ist immer sowas von fies. Wahrscheinlich, lass mich überlegen, Reeves, kann das sein? Egal, wir schauen es noch nach. Dann haben wir Equal in der Mitte. Dazu haben wir noch OKUSA, Ancient Apparition, auch auf der Top-Lane. In der Mitte haben wir Equal auf der Templar Assassin und zu guter Letzt haben wir SC47 auf dem Batrider auf der Solo-Off-Lane und der könnte jetzt angegangen werden. Yep, hier auf Batrider kommt die erste Initiation. Da ist die Disruption. Shackle kam schon raus. Jetzt halt die Frage, kriegen sie einen Lucky Bash? Nein, er hat auch den Bash nicht, weil Time Walk war das allererste und ja, dann Batrider entkommt hier mit ca. 80 HP. Das war der erste Versuch. Ich denke, die Disruption wäre vielleicht gar nicht das Beste gewesen. Mit Soulcatcher wäre das ein Kill gewesen. Naja, muss man halt mal schauen, wie das Ganze jetzt abläuft. Mit den Namen, wie gesagt, das muss man wirklich mal rausfinden. Jetzt kommt Chilling Touch raus für AA, aber NS, ja, ist da nicht schnell genug, kriegt nur zwei Rechtsklicks rein. Das Ganze, wie gesagt, sehr aggressiv am Anfang. Und das offizielle Setup von NextKZ ist, wie gesagt, Waterfucker, aber der Waterfucker Stargate Mantis Equal Reeves. Aber also Reeves ist auf jeden Fall Ancient Apparition, das bin ich mir relativ sicher. Dann der zweite Support bei NextKZ müsste normalerweise sein. Ne, das ist sogar ein Stand-In, also gut, da haben wir keine Chance. Yeah. Der Stand-In ASD ist Lucky, aber den kenne ich selber ehrlich gesagt nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen. Und dann hätten wir noch Batrider, der Solo-Offlaner für NextKZ, müsste dann eigentlich sein Stalecat, genau, doch, ist Stalecat, richtig. Ja, SC ist Stalecat, das ist klar, aber ja, Waterfucker ist nicht mit dabei. Ja, richtig. Ico spielt für Waterfucker, aber wer ist jetzt wer? Trotzdem, in der Mitte haben wir jetzt hier Chilling Touch, kommt für beide raus. G kriegt jetzt eine ganze Menge Damage, aber Ancient Apparition kriegt den Cold Snap ins Gesicht, muss deswegen weg. Ist relativ low gegangen, schade, dass Ico zur gleichen Zeit halt wirklich Probleme mit seinem HP-Pool hatte. Ansonsten wäre er dort dem Harass Damage auf alle Fälle gejoint. Eventuell wäre da G in Trouble gewesen, aber jetzt sehen wir genau das, was wir schon die ganze Zeit angesprochen haben. Refraction. Und jetzt G, hier in Trouble, das könnte eventuell das First Blood sein. Ja, und Ico kriegt es, wunderbar. Like, Mr. AA kommt dann nochmal vorbei in der zweiten Rotation, nachdem man es darauf benutzt hat. Und letztendlich kriegen sie den Kill auf G. Und jetzt ist die Frage hier, Bottom, sieht wieder sehr aggressiv aus. Da darf sich Starcat nicht so weit rauswagen, weil wie gesagt, wir haben Disruption. Wir haben jetzt auch schon Soulcatcher Level 1, das heißt plus 20%, wenn ich... Ja, ich vertausche es immer, ich sage immer 25, aber ja, das sind plus 20% Damage. Das sind je 10% pro Level. Und ja, in die Shackers, das ist halt das Gefährliche. Die Shackers können halt Batrider auch unabhängig vom Firefly festhalten. Ja, es wird auf jeden Fall schwer auf diese Bottom Lane für... Virtus Pro, wenn die Rotationen wie jetzt beibehalten werden, und wir sehen auch schon direkt den Port hier von Illidan, und der zieht sich da auch sofort zurück, denn da haben sie einfach keine Chance. Und wenn sie den Faceless Void hier downshutten, dann schaut es sowieso recht schlecht aus für Virtus Pro, weil in dem Lineup ist ein absoluter Core. Und wenn der keinen Farm kriegt, dann liegt einfach das ganze Lineup hinterher. Ja, genau, das ist genau das Problem, was ich die ganze Zeit schon angesprochen hatte, so ein Single Core zu fahren, dann auch noch Void in die Chronosphere ist keine gute Synergy. Und jetzt, wie gesagt, AA rotiert hier top, das heißt Mantis kann auch weitermachen mit dem Harass Damage auf Illidan, und ja, Illidan kein Farm, das wäre das Schlimmste, was Virtus Pro passieren kann, trotz dass sie, keine Ahnung, sonst einen relativ soliden Draft haben. Mir gefällt es einfach nur nicht, der Void hat nicht gepasst. Ich denke, ein Lifestealer wäre viel besser gewesen, den haben sie aber selber gebannt als fünfte Bann, und das war, ja, kleine Überraschung.
Ja, richtig. Vor allem NextKC hätte der Lifestealer auch nicht viel gebracht, weil die hätten keinen Melee-Carry mehr gebraucht, so oder so nicht. Also, da wäre die Synergie mit Virtus Pro, mit wie du schon angesprochen hast, mit der Nyx Assassin viel, viel besser gewesen. Ja, yep, definitiv. Und jetzt hier in der Mitte, wir sehen eine Rotation. Mantis eventuell fischt mit einem Arrow. G ist jetzt hier geslowt, kriegt den Arrow ab, da kommt der Melt-Hit und Starstorm finisht G dann auf. Das ist das zweite Mal, dass er stirbt. Also, ja, keine gute Zeit hier in der Mitte. Wir sind 5 Minuten drinne. Derzeit ist alles relativ passiv, beziehungsweise muss man sagen, nicht passiv im Sinne von, die machen nichts, aber es ist erst das zweite Mal, das, was wirklich erfolgreich in einem Kill geendet hat. Alles andere war dann mehr oder minder Standoff oder jemand ist mit Low HP weggekommen. Und ja, dieser Gangtrain, der gerade in der Mitte war, erfolgreich war, muss man dazu sagen, der ist jetzt top und jetzt wird es wirklich gefährlich. Da... Oh, kommt der Aethershock, jetzt kommt das Nightmare, aber es wird Starstorm auf 2, oh, Bane mit Brains Up, kriegt er den Kill schon. Jetzt, NS wird hier höchstwahrscheinlich down gehen, ja, Mirana stirbt aber zur gleichen Zeit und jetzt versucht Illidan dann natürlich noch was zu machen, aber gegen diese zwei Supporter hat er nicht wirklich eine Chance, außer der Sunstrike hittet, aber der ist auch daneben. Das heißt, Illidan muss jetzt mehr oder minder zurückgehen, hat zwar 5 Stick Charges und, ah, oh, der Slow ist sogar noch auf AA, jetzt kriegt er aber Cold Feed. Und meine Güte, die Creeps killen sogar noch, der Range Creep finished Ancient Apparition. Wunderbar, also Illidan am Ende, ich dachte wirklich, der geht jetzt hier drauf und es war zu greedy, hätte ich beinahe gesagt, aber ja, Range Creep, wunderbar, MVP, so far. Ja, Creepy ist the Creep, hat mal wieder einen guten Job gemacht. Ja, Creepy aber, ist the Creep. Ja, aber der wollte auf jeden Fall, also der ist hier absolut ham gegangen, der wollte noch das Maximum rausholen aus dieser Situation und hat er auch geschafft und das ist auch wichtig für Virtus Pro. Jetzt hier Bottom. Sehen wir, Azard verfehlt sein Impale, hat auch kein Mana mehr, um irgendwie was zu fallen. Jetzt kommt einfach nochmal so ein random Aethershock Level 2 raus und auch hier die erste Chrono auf Mantis, da ist der Sunstrike, aber da ist der Leap und jetzt ist die Frage, können sie was dagegen machen? Sie haben keine Vision, nein, kein Dust, kein gar nichts und jetzt wird Jotun noch unterm Tower von dem Arrow gehittet und Mantis kriegt mit den Low HP, wie er dasteht, kriegt aber noch einen Return Kill. Ach, Virtus Pro. Leute, das sind halt solche typischen Gangs, wo ich mir sage, okay, du bringst dein Shadow Demon dort rein. Oh, jetzt ist aber hier wunderbar gemacht. Der Vendetta hin hit finished Batrider auf da, nachdem er schon den Impact gekriegt hat. Wunderbar. Ich habe gerade noch so den Kill mitgekriegt, weil ich hier immer noch top war. Aber ja, top. Keine Ahnung, Shadow Demon, der da rein rotiert, der konnte nur Soulcatcher geben, die haben Disruption überhaupt nicht verwendet und dann findet er halt noch den Arrow unterm Tower, das ist halt sehr ungünstig. Wie auch immer, es steht 5-3, wir sind 7,5 Minuten drinne. Last Hit mäßig in der Mitte müssen wir jetzt mal vergleichen, wir haben TA 39-19 und natürlich G 21-10, er hat das First Blood gefeedet, er ist auch ein zweites Mal gestorben in der Mitte, das heißt TA Level 8 und er selber nur Level 7. Und ja, das sieht nicht gut aus. Hier in der Bottomlane, nachdem sie rotiert haben, Nyx ist jetzt Level 8. Batrider ist eben gestorben, nur Level 6, muss man sagen. War aber die ganze Zeit halt in der Duel Lane. Und jetzt der Top hier, da ist das Nightmare auf Illidan. Und jetzt kommt die Defensive Disruption nach dem Arrow. Mantis kommt jetzt mit dem Starstorm. Kein zweiter Hit auf Illidan. Illidan versucht jetzt noch ein paar Hits reinzubringen. Jotun Soulcatcher wurde nicht angewendet, aber jetzt NS. Soulcatcher ist drauf. Sunstrike verfehlt nicht. Und jetzt NS. Hat Probleme, hat aber eine Haste Rune, ist so schnell weg. Das Hex rettet ihn jetzt noch ein bisschen. Illidan hat für 7 Sekunden keinen Time Walk. Shadow Demon of Jotun geht da down und Illidan 2 Sekunden noch, 1 Sekunde noch. Oh, schade. Der Time Walk hätte ihn retten können, aber geht auch noch down. Das heißt, 2 für 1 getradet da. Definitiv wieder was du nicht machen willst, wenn du in Füßen, in Schuhen von, in Füßen. Was rede ich denn? In den Schuhen von Virtus Pro steckst. Man kann auch in den Füßen stecken, also. Also, ich würde jetzt nicht gerne in den Füßen von Virtus Pro stecken, aber natürlich gute Rotation von Equal aus der Mitte. Kann dann noch den Gank turnarounden. Und wenn wir uns die Items anschauen, dann sehen wir, dass Illidan First Morbid Mask gegangen ist. Ist also nach Brown Boots. Ich weiß nicht, ob das eine schnelle Mask of Madness einfach werden soll. Wahrscheinlich schon, um einfach schnell fight-ready zu werden, um einfach früh Game-Impact zu haben. Denn ich bin mir gar nicht so sicher, ob
das Late Game so richtig besser ist von Virtus Pro. Ich denke jetzt eher mal nicht, weil die TA ist zwar nicht der beste Carry, scaled aber ganz gut. Wir sind gerade im Dive von ASA. Der Eispass verfehlt zwar, aber Cold Feet und der Tower hat schon eine ganze Menge Damage gemacht. Jetzt wird er geslowed und wenn er denn keine Vendetta ready hat, oh, und Bane ist nicht in Range für das Nightmare. Oh, schade, sie wollten ihm hier den Weg abschneiden, aber letztendlich gräbt sich da Bane, keine Ahnung, eine eigene Grube, weil er dann halt nicht in Range war für das Nightmare. Schade, schade. Ausart kommt halt weg auf seinem nächsten Assassin. Richtig. Also. Und ja, zu deiner Morbid Mask. Ich denke eher, die Morbid Mask war einfach, die hat er sich direkt gekauft nach dem Kill, den er gekriegt hat vom Creepy Creep. Und er hat halt keine Region mehr in irgendeiner Weise. Und von daher war das einfach die Entscheidung, okay, mit Morbid Mask, da braucht er halt keine HP Region. Jetzt kommt aber hier ein Ice Blast. Top geflogen. Die haben es aber jetzt hier in der Mitte gesehen. Da kommen die Blinks raus von. Oh ja. Blink Initiation von Starcat auf Illidan. Der Arrow. Oh. War da jetzt Creep. In den Creep? Creep with the Creep. Creep with the Creep hat ihn gesaugt. Aber zur gleichen Zeit hier stirbt Ancient Apparition auf der Bottom Lane. Asart kam dann mit der Vendetta. Ich habe wirklich gedacht, hier Illidan stirbt. Aber ja, der Arrow ging in den Creep rein. Und jetzt benutzen sie hier einen Smoke. Die Mask of Madness ist jetzt ready. Er hat auch die Chrono und würde jetzt hier Batch Rider finden ohne Firefly, aber mit Dagger. Und jetzt, oh Gott, er benutzt es auf Mantis. Da kommt aber der Flame Break. Reicht nicht ganz. Oh, das ist ja traurig. Oh, er dodgt aber den Arrow. Sehr schön gemacht, aber mit der Turn Rate jetzt durch Sticky Napalm war einfach nicht schnell genug, um noch einen Hit in Mantis reinzukriegen. Ja, Jotam hat auch nichts anderes übrig. In der Zwischenzeit. Ico kriegt den Tower in der Mitte. G kann gar nichts machen, außer halt wirklich Sunstrikes in irgendeiner Weise zu verteilen. Die machen aber bei weitem nicht genug Schaden. Und jetzt haben wir hier, sag's mal, Shadow Shaman hat sich ausgefeed gegen Batch Rider. Ach nee, ich habe jetzt gerade einen Knoten im Gehirn gehabt, aber holla die Waldfee. Was auffällt, ist, dass die Supports von Virtus Pro absolut unterlevelt sind. Wir haben Shortem Level 3 und NS Level 5, während beide Supports auf Seiten von NextKC schon Level 6 sind, also die Ultimates ab haben. Das ist natürlich gerade bei Bane und Ancient Apparition ein sehr, sehr großer Vorteil fürs Midgame, weil das sind zwei dicke Ultis, die absolut viel Impact haben. Ja, definitiv. Also Level 4 Shadow Demon jetzt. Und da kommt ein Arrow geflogen und oh, NS ganz knapp verfehlt. Aber du, wie du schon angesprochen hast, also du brauchst Level 6 auf Shadow Shaman für die Master Open Worlds. Und ich meine, wir sind 12 Minuten im Spiel und er hat immer noch nichts gefunden an XP. Und ja, für Shadow Demon ist es sogar noch wichtiger. Das Ultimate, hätte er das Ultimate schon eher gehabt, wäre das zum Beispiel ein Kill gewesen auf Mantis jetzt schon zweimal. Mantis ist ja immer Low HP escaped. Einfach nur irgendwelche Random Damage, Poison oder wie gesagt Demonic Purge. Das hätte den Trick sozusagen gemacht. Aber jetzt der Asart ist hier in der Vendetta. Die werden höchstwahrscheinlich versuchen auf Mantis. Okay, da ist der Sunstrike. Und diesmal ist es genug mit dem Aethershock. Aber Fiendscript kommt raus. Zur gleichen Zeit Cold Feed und der Ice Blast. Absolute Overkill. Ein was davon hätte wahrscheinlich gereicht, um ihn zu shattern. Da aber jetzt NS wird gefunden von Starcat. Da kommt Lasso raus. Und ja, Temple Assassin wartet einfach nur auf den Last Hit. Kill secured. Ja, und auch im Duell der Offlaner schaut es nicht so sonderlich gut aus für Virtus Pro, denn wenn ich mir den Farm von Stalker so anschaue, der hat schon Dagger und fast 4-Staff. Ja, auf der anderen Seite die Nyx Assassin, Asart hat Mana Boots und 1600 Gold, wird wahrscheinlich auch ein Dagger werden, ist noch ein bisschen davon weg, also hat schon ein Stück weit einen schlechteren Farm und vor allem auch weniger Impact als der Bad Rider. Ja, definitiv. Sieht einfach nicht gut aus für Virtus Pro. Wir sind, wie gesagt, 13 Minuten in der, die ersten zwei Tower, die ersten drei Tower sind sogar schon down. Und ja, schauen wir einfach mal die Graphen an. XP-mäßig 2000 Lead jetzt für NextKC. Das ist ehrlich gesagt weniger als erwartet. Und ja, goldmäßig. Das haut in etwa hin. Mehr als 5000 jetzt für NextKC. Und jetzt schauen wir mal, Asart ist hier in der Mitte. Er ist nur Level 10, das heißt Level 1 Vendetta. Muss damit derzeit noch arbeiten. Aber ja. Schauen, ob er damit was kriegt. Zeigt sich aber jetzt in der Creep Wave. Damit kommt der Blink raus von TA. Das heißt, sie wissen, Asart ist in der Mitte. Der versucht halt jetzt noch Level 11 zu bekommen. Aber Moonlight Shadow ist draußen und jetzt ziehen sie sich alle zurück hier. NS, Illidan stehen hier oben in den Bäumen.
Und ja, G ist hier, da ist eine Sentry Ward sehr schön rausgekommen, also eine Defensive Sentry, nur für den Fall, dass halt Moonlight Shadow für das gedacht wäre. Und jetzt der Chrono auf Mantis, da kommt der Aethershock und der Sunstrike, das müsste diesmal reichen. Ja, wunderbar. Endlich meldet sich Illidan zurück, die machen halt eine schöne Kombination mit der Chrono, ist genau das, was sie brauchen. Aber jetzt hier in der Mitte, ja, der Defensive Ice Blast kommt geflogen, wird höchstwahrscheinlich, oh, alle drei treffen. Guck dir das mal an. Der Damage auf Shadow Demon. Ist das schon Level 2? Nein, es ist nur Level 1. Aber jetzt hier, Lasso Initiation auf NS. Der wird auf alle Fälle sterben. Zu Equal, da kommt's. Illidan hat sich schon aus dem Staub gemacht. Und genauso wie Shadow Demon. Beide wieder zurück in der Base. Aber in der Zwischenzeit, da kommt Asart, findet Ancient Apparition. Und mit Sunstrike und Impale finden sie den Kill. Sehr schön gemacht. Also am Ende ein Support für einen Support. Nicht schlecht. Und damit hat Asart auch sein Level 11. Und bisher macht NextKC halt nicht sehr viel gegen die Vendetta. Wir sehen ganz wenige Defensive, Sentry Wards etc. außer hier in der Mitte. Und ja, das gefällt mir auf alle Fälle. Das bedeutet, Ars könnte hier in dem Game wirklich noch was richten. Er hat jetzt auch einen Blink Dagger fertig. Das heißt, wir haben auch jetzt noch eine Initiation, falls es denn doch mit der Vendetta nicht klappen sollte. Oder halt, er initiated mit Blink, Impale und dann der Vendetta-Hit einfach nur als Burst Damage obendrauf. Mantis hier versucht jetzt hier die Creep Wave zu stoppen, aber ja, er versucht jetzt noch gleichzeitig Arrow auf die Forge Spirits und aber ja, wie gesagt, G und NS können hier nicht wirklich viel machen, außer Mantis rückt jetzt noch vor, Sheep oder ja, Hex Shackle könnte eine Kombination werden, Hex Shackle, Sunstrike. Aber dazu muss Mantis. Sie versuchen jetzt hier mit dem Force Spirit zu baiten, aber Mantis, oh mein Gott, der ist hier sichtbar. Da kommt der TP-Versuch und ja, hilft nicht. Jetzt kommt aber noch der Eisblast hinterher, er trifft Asart und die Rotationen sind, ja, relativ sinnlos, weil Action ist schon vorbei. Obwohl Virtus Pro, die verstärkt ihre Ränge jetzt nochmal und ja, Ars findet jetzt hier jemanden, aber was er nicht weiß ist, da ist in der Sentry, Fiend Script, Cold Feet, das war's. Und jetzt aber eine Zwei-Mann-Krone und sie können nichts dagegen machen. Jetzt ist die Frage hier, Lasso Initiation kommt auf G, ihr könnt erstmal nichts machen, aber Eco ist geshackled. Jetzt fressen sie sich durch die Refractions durch, der Tornado kommt raus, zweite Sets of Refraction und Batch Rider hier hat jetzt ein absolutes Problem. AA ist vielleicht der Erste, der down geht, G kriegt noch den Ice Blast ins Gesicht, stirbt da, Ancient Aberration geht auch down. Oh mein Gott, was für ein Chaos und es geht hier immer noch weiter. Da ist Eco, wird das zweite Mal gescheckelt. Jetzt haben sie sich durch die Reflection gefressen und ja, Illidan kriegt den Kill. Insgesamt geht das, ja, in Favor für Virtus Pro. Ein sehr, sehr schöner Fight, sehr schöner Start mit der Chrono. Und ich denke zum Beispiel, da sehen wir das beste Beispiel für, was ein Overkill auf einen Hero bedeuten kann. Weil sie hatten schon einen 100%igen Kill auf dem Nyx Assassin mit dem Fiend Script und Rechtsklicks, aber Ancient Apparition hat dann noch, sag mal, mit Cold Feed halt noch was dabei steuern wollen. Und als dann die Chrono kam und er außerhalb der Chrono war, konnte er halt keine Cold Feed für Void geben. Und jetzt, oh, Bane findet hier Illidan. Er wird eventuell noch warten auf Mantis. Da kommt der Arrow, aber ist er lang genug? Da kommt der zweite, ja. Sehr schade. Das ist halt auch so ein bisschen RNG. Er hat nur einen Punkt in Backtrack. Er hat nichts gebacktrackt da. Beide Ticks vom Starstorm gehen durch. Ansonsten hätte er eventuell mit Time Walk überleben können. Und es ist halt auch nicht die beste Idee von Illidan, hier direkt under Rune, wo du Wards erwarten musst, zu farmen. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Wobei, ein Punkt im Backtrack sind 10%. Also, es ist wirklich nicht die Welt. Sich darauf zu verlassen, sollte man einfach nicht machen. Da müsste sich schon ein bisschen mehr reingeskillt haben. Aber selbst dann sind es nur 25%, auch wenn es einem manchmal mehr vorkommt, wenn man gegen Void spielt. Es kann stacken. Es wird jedes Mal bei jedem Hit neu berechnet. Das ist das Problem. Es ist nicht 25% und wenn es einmal gepocht ist, ist es weniger. Ja, also richtig. Das ist jedes Mal 25%. Da gibt es auch immer schöne Videos über Voids, die halt wirklich fünfmal hintereinander Backtrack haben. Ist halt einfach ziemlich sick. Wie auch immer, wir haben jetzt hier vier Leute für NextKC, aber Asart rennt hier direkt rein in eine Sentry und jetzt, oh mein Gott, ich glaube, da wird hier auf alle Fälle sterben. Vielleicht kriegt er noch einen Deny an Roshan. Da kommt ein schöner Zweimann. Oh, das ist sehr schön gemacht. Und Voker kriegt hier jetzt noch gerade einen Kill auf Mirana und Asart schafft es wirklich noch raus. Jetzt kommt noch der Shackle auf Ancient Apparition. Er schafft es nicht mehr weg, auch wenn er seinen Stick hier noch benutzt.
Cold Feet auf Illidan werden gar nichts mehr machen. Und jetzt müssen sie hier aufpassen. Starcat kriegt... Oh, das TP wird interrupted. Kommt noch aus Art rein. Und Forstaff runter. Warum hat er den Forstaff nicht zuerst benutzt? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Wie auch immer, er schafft es weg, sich zu TPen. Und das Sunstrike ist daneben. Schade, schade. Mr. G mit seinen Sunstrikes nicht auf Dandy-Level. Ja, noch nicht zumindest. Ja, er hatte noch Zeit, sich zu steigern, aber wichtig für das Pro ist, dass sie jetzt in der Phase des Spiels mal die Picks finden, für die ihr Lineup auch gebaut ist. Also mit der Chronos 4 und auch im Teamfight auf der Bottomlane noch heruntergerissen, auch jetzt mehr Map-Control erlangt, jetzt Roshan auch noch. Das ist ein sehr großer Vorteil, auch zwei Tower immerhin fast ausgeglichen, es ist nur noch ein Tower hinten und es macht schon mal sehr, sehr viel. Ja, definitiv. Und jetzt hier, Ico hat einen Haze schon. Und sagt einfach nochmal, hallo Leute, hier bin ich und jetzt bin ich wieder zurück. Ah, Equal, der hat auch viel Farm, er hat fast eine BKB jetzt zusammen. Und Min mit Dagger, hat noch kein richtiges Damage-Item, aber natürlich macht er mit dem Cyblitz viel Damage. Und die Haste-Rune, die nutzt er aus, bis zum geht nicht mehr, findet die auch. Ja, und jetzt hier in der Mitte wird Jotun gefunden, aber, oh, sie entscheiden sich zurückzugehen. Aber der Arrow, wunderbare Arrow von Mantis, das war wahrscheinlich Maximum Range, die wir überhaupt haben können. Sehr schöne Linie und Jotun sieht's nicht, rennt direkt rein, Kill secured, wunderbar gemacht. Ja, also seine Arrows gefallen mir wirklich sehr, sehr gut in dem Game. Er hat bisher nur einen schwachen Moment auf der Bottom Lane, wo er gepanickt ist und wirr in die Woods einfach geliebt ist und dann daran verreckt ist, aber okay. Illidan geht auf Maelstrom, also voll Tech-Speed-Build sozusagen mit Madness zusammen. Und aber das Gute an Maelstrom ist, es ist ein relativ billiges Item, mit dem man recht gut farmen kann durch die Procs auf dem Chain Lightning. Mag ich eigentlich. Ist ein sehr gutes Item an der Stelle und es sollte ihm helfen, ein bisschen mehr Farm zu bekommen. Ja, jetzt hier in der Mitte sehen wir nochmal eine Chrono rauskommen. Sunstrike kommt oben drauf und zur gleichen Zeit, ich denke, Asart versucht jetzt noch was auf Ancient Apparition zu machen. Das Problem, er hat gerade seinen Ice Blast in der Mitte losgeschickt. Asart ist hier immer noch auf Suche, aber ja, Ancient Apparition ist immer noch da. Oh, das ist jetzt gefährlich. Jetzt könnte es gleich nochmal knallen hier. Das Schade ist aber, Vendetta läuft aus, aber jetzt ist es sichtbar. Ich denke, es ist sichtbar. Oh Gott, ey. Was? Hm? Ich glaube. Entweder blind oder war halt wirklich nicht sichtbar. Kann ich nicht richtig beurteilen. Fakt ist, damit es sie kriegen den Tier 1 Tower für Virtus Pro und dann natürlich noch einen schönen Kill mit der Chrono Sunstrike Kombination. Und jetzt wird es halt auch. Okay. Ancient Apparition bleibt hier rum. Jetzt kommt hier ein Ice Blast auf die, dann wird er aber nicht sehr stören. Da kommt kein Follow-up von Mantis zum Beispiel. Also. Wie auch immer, jetzt müssen wir nochmal in die Graphen schauen, weil ich denke, Virtus Pro hat sich ein bisschen was zurückgeholt. Bisschen was zurückgeholt, XP-wise. NextKC verliert 3000 Vorsprung und ja, jetzt haben wir die 3000 Vorsprung auf Virtus Pro Seite. Und jetzt müssen wir aber mal schauen hier. Die Sentry, G hat es hier gerade so geschafft wegzugehen. Dreimal Smoke hier im Dire Jungle und auch Asart zieht sich jetzt zurück. Die wissen ganz genau, es fehlen 4 oder 3 Heroes von der Map. AA zeigt sich, Mantis zeigt sich, aber halt zu spät. Die haben vorher schon Lunte gerochen. Und jetzt noch ganz fix zum Goldgrafen, während dem nichts passiert. Der ist bei im Prinzip bei plus minus 0. Also Virtus Pro hat sich zurück ins Game gefunden, haben jetzt mehr Kills und jetzt, oh, da kommt die. Nein, die Chrono ist neben Illidan und NS. Wird jetzt hier, kriegt jetzt noch ein Setup und Moonlight Shadow kommt raus. Da ist der Dust. Oh, aber Fiendscrypt. Aber Defensive Disruption sehr schön. Und jetzt Mantis kriegt Instant Bash, einen zweiten Bash. Jetzt wird er noch gescheckelt, aber Illidan schläft da einfach, hat einen Nightmare. Und in der Zwischenzeit in der Top Lane, da wo ich es noch als letztes erwartet habe, Asart geht down. Und das hier unten, Illidan, also nicht sein Tag, muss man mal so sagen. Erst habe ich gedacht, ja, der macht es super. Er timewalkt rein und wartet auf den Leap. Aber nachdem der Leap kommt, macht er die Chrono hier. Und Mirana ist aber da. Also, keine Ahnung, ob er da Delay hat, was auch immer. Fakt ist, eine ganze Chrono ist verschwendet. Sie kriegen keinen Kill. Sie verschwenden eine
eine Sentry, ein Dust, eine Chrono, das ist halt einfach nicht wert. Und jetzt der Blink rein, die Wards sind benutzt von Bane. Oh, der Arrow trifft noch auf NS, ich weiß aber nicht, ob da ein Follow-up kommt. Jetzt hier oben, Illidan ist unsichtbar, Ico, das wird gefährlich für ihn, wenn sie ihn finden, aber, oh Gott, Illidan hat gerade die Mask of Madness benutzt und in demselben Moment bringt sich Ico weg. Der Eisblast trifft absolut gar nichts und auch im Notfall hätte Temper Assassin die Black King Bar. Das hilft jetzt zwar nicht gegen die Bashes, aber NS kann halt nicht einfach reinkommen und sagen, hey, hier, Hex und Shaker. Jetzt farmen sie noch ganz fix die Master Open Wards weg, aber Virtus Pro, die wollen anscheinend nochmal gehen. Es ist derzeit keine Sentry, die in irgendeiner Weise die denen das zeigen könnte. Jetzt ist halt die Frage, finden sie was oder finden sie nichts? Da ist es, da kommt noch eine Chrono. Jetzt versucht er hier innerhalb der Chrono noch einiges zu dodgen. Da ist da, ah, oh, da ist das Sandschweig und bam. Temple Assassin geht down, kauft sich aber instant zurück, kommt jetzt hier in den Fight und jetzt ist die Frage. Oh, BKB ist an, jetzt kommt der Melt-Hit auf niemanden, doch auf Illidan hier. Okay. Und Illidan geht down und jetzt ist die Frage, wie viel kriegen sie noch? Jetzt kommt eventuell noch ein Versuch. Oh, die Psy-Play durch alle drei durch. Jetzt ein schöner Defending Blast, aber der Gem ist schon auf dem Boden. Jetzt kommt Impale auf Mantis und Mantis geht sogar noch down. Equal aber jetzt weiter in Verfolgung von NS. NS geht down, G und AA noch am Leben. Nein, löscht das Ganze. Arsart ist auch down. Jetzt ist G der einzigste Survivor. Muss jetzt schauen. Vielleicht gibt er noch was auf Batrider hin, aber Batrider, oh Gott, forstafft sich jetzt noch weg. Jetzt ist die Frage, ja, da kommt die Vision. Und ja, da war es das Geschehen. Er schafft es zwar noch ganz schnell, die Necros zu spawnen, stirbt aber und blinkt sich jetzt weg mit seiner Aegis. Das ist wahrscheinlich das Beste, was er machen kann. Wird jetzt noch die Midas benutzen? Nein, ist er greedy genug? Nein. Da hast du es gerade gesehen. Das war jetzt so die Entscheidung zwischen, bin ich greedy oder mache ich dann doch auf Nummer sicher. Erst so rein, Midas, nein, nein, doch. Und dann rennt er doch weg. Wobei ich glaube, es hätte es sogar machen können. Die Heroes von XKZ waren da zu weit weg. Aber gut, Play it safe sieht man recht selten von russischen oder CIS-Teams. Ja. Aber okay. Das ist mal was Neues. Ja, XKZ fightet da recht gut. Am Bottom Tower war ein langer Fight, ging hin und her. Ist halt, wenn die Chrono raus ist, dann kommt da nicht mehr viel von Virtus Pro. Die müssen da eigentlich wirklich das Maximum rausholen aus diesen Chronos. Die sind, wenn's... Oh, ey. Vendetta trifft. Wunderbar, das Sunstrike on target. Wunderbares Setup gemacht. Das ist wirklich schade, weil diesmal wäre einfach nur weggerannt und nicht greedy gewesen mit dem Ice Blast. Hätte Arsart überhaupt nicht gewusst, wo er ist. Aber der Ice Blast ist direkt über Arsarts Kopf geflogen. Er hat gewusst, okay, er musste noch irgendwo sein. Er konnte sozusagen mit dem Winkel, wie es geflogen ist, konnte genau sagen, wo es denn ist. Und jetzt, oh, da kommt ein Time Walk rein von Illidan, aber Batrider, Circuit, ganz fix mit den Fingern, instant blinkt zurück. Schauen wir nochmal ganz fix in die Graphen, wer dem hier Mantis in der Mitte noch ein bisschen Damage auf den Tower macht. Virtus Pro hat XP-weiß jetzt eine ganze Menge verloren, gerade nach dem letzten Fight ist fast wieder plus minus 0. Und der Graf, goldmäßig, ist auch plus minus 0, nicht mehr, nicht weniger. Also hier ist noch alles drin in dem Spiel, 28 Minuten. Ja, also das sieht man recht selten, dass nach so langer Zeit die Graphen so ausgeglichen sind. Was wir gerade gesehen haben hier, als der Tier 2 Tower gefallen ist, ist, wie mobil eigentlich das Team von Virtus Pro ist. Wir haben einen Blinkdagger auf AA, wir haben einen Blinkdagger auf G, wir haben Blinkdagger auf NS und wir haben Time Walk auf Illidan. Der einzige, der eigentlich alter schaut, ist Jotum, der nicht direkt in den Fight reinspringen kann. Aber ja, es ist schon impressive, wie schnell die da sind. Jetzt wird's aber hier gleich knallen. Firefly ist ab, der Smoke ist gekommen. Jetzt finden sie das Chicken, aber vorher kommt die Chrono. Da Starcat geht down, der Eispass wird auf Illidan hitten. Nein, er trifft nur Jotun. Jotun wird höchstwahrscheinlich down gehen, er wird jetzt shattern, genau. Ancient Aberration kriegt dadurch den Kill und der Courier überlebt und so, ja, auch Illidan. Also Batrider für Shadow Demon, kein schlechter Trade. Wenn man sich überlegt, was NextKC dafür anwenden musste. Ich meine, das war Smoke und Moonlight Shadow, das ganze Team war vor Ort und am Ende schaffen sie es wirklich halt, dann noch ein 1-1 Trade draus zu machen. Sehr schön gespielt, 2021. Richtig. Ein Item, das wir im Übrigen vermissen auf Virtus Pro, ist ein Mechanism. Also das wird wahrscheinlich auch keiner mehr machen. Oh, aber jetzt sie gehen auf Equal, wunderbar, und da kommt der Sunstrike. Und ja, die Kill secured mit Level 1 Dagon. Sehr schön gemacht.
Ja, das sind einfach diese hohe Mobilität, die das komplette Team hat, auch mit Sunstrike als Global Spell. Ja, die Pickoffs sind eigentlich relativ easy für Virtus. Oh, aber jetzt hier Top NS wurde vom Ice Blast gehittet und wenn er von dem US wieder runterkommt, dann zieht er sich in Firefly und das ist genug, um zu shattern. Ja, wunderbar. Da ist der Shatter von Ancient Apparition. Er wird glücklich sein, aber zur gleichen Zeit pusht jetzt Illidan und Asart hier unten, Tier 3 Tower, machen nur ein bisschen Damage, weil Bane da wäre. Und ja, wenn du das Nightmare hast, dann können andere rein TP'en und dann entsprechend Damage machen. Jupp. Es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Also, es sind immer so vereinzelte Pickoffs und so kleinere Gemetzel, aber in den letzten Minuten sehen wir relativ wenig große Teamfights. Also, beide Teams trauen sich dann nicht wirklich reinzugehen. Und jetzt wird auch direkt schon Roshan gepinkt, der ist wieder ab und wird direkt angegangen von Virtus Pro, um vielleicht den nächsten Teamfight einfach gewinnen zu können mit der Aegis. Das ist auch, denke ich, ein guter Schachzug, weil alle Lanes sind relativ weit rausgepusht. Yep. Aber Next KC, jetzt kommt hier schon die kleine Linie auf der Minimap und mein Gott, der Ice Blast ist sowas von off-target. Also, er hat hier irgendwo hier gehittet. Das Lustige ist, G steht so nah an der Wand, dass er den sogar noch abgekriegt hat. Aber da wird sich da nicht viel draus machen. Er hatte genug HP noch. Jetzt kommt Moonlight Shadow raus. Aber hier steht ein sehr schönes Sentry. Die wissen das ganz genau. Jetzt NS wird eventuell, ja, die finden das Opening. Jetzt Chrono auf 2. In der Zwischenzeit kümmert sie sich um den Badge Rider. Da stirbt schon einer in der Chrono. Badge Rider hat es überlebt. Jetzt Illidan hat die Use gekriegt. Eventuell geht jetzt noch, ja, Bane geht auf alle Fälle down, aber in der Zwischenzeit, G hat jetzt seine Aegis hier verloren, aber Equal ist jetzt on the run, der muss jetzt einfach weg. Dagger ist gerade noch dasselbe von den Necro Warriors, aber jetzt kann er das gleich machen. Inzwischen ziehen sich alle zurück, aber Mantis hat noch den Shadow Demon gefunden, da ist der Gem auf dem Boden, oh mein Gott, den hat er nicht gesehen, jetzt kommen die Blinks raus, er holt sich den Gem. Das bedeutet aber eventuell, das ist die Zeit, die ihm fehlt, aber nein, sie verfolgen ihn nicht. Also Mantis erobert da noch den Gem. Am Ende ist das ein... Es ist ein 2. 2 gegen... Aber sehr schön. Oh ja, Mantis ist TP, wird interrupted von einem Deafening Blast. Und das bedeutet, jetzt braucht er nur... Oh mein Gott, was macht G? G hat... Nein! Was hat er gemacht? Jetzt kommt das Cold Snap raus. Aber ich hätte beinahe gesagt, du Noob! Was macht er da? Er hat da... Panik invoked und hat sich einen Ghostwalk geholt anstatt den Cold Snap. Meine Güte, G, das war einfach entweder Fatfinger Button oder keine Ahnung, was da passiert ist, aber das bin ich absolut nicht von G gewöhnt. Normalerweise ein ganz sicherer Invoker-Spieler. Jetzt kommt hier noch irgendwo ein Sunstrike raus, trifft absolut gar nichts. Also, ja, das. Mir hätte es beinahe wirklich auf der Zunge gelegen. Was war das? Ghostwalk. Ja. Als Exort Invoker. Und jetzt hier, sehen wir hier einen Arrow, wird er von Fort Spirit eingefangen. Aber Herrgott, G. Question mark. Hier. Was machst du? Brainlag. Naja, insgesamt, Fight jetzt auch das Mantis auch noch rausgekommen, ist trotzdem ein Stück weit besser für NextKZ. Okay, sie haben den Roshan aufgegeben, aber danach haben sie relativ gut gefightet. Das Egg ist direkt, wieder rausgekommen, also Egg ist nicht mehr verfügbar für Virtus Pro und 2 gegen 2 getradet, das ist schon ganz in Ordnung. Ja. Yep. Und der Gem halt noch oben drauf. Ja, also und der Gem, genau, richtig. Also Gem verloren, Aegis down und 2 für 2 getradet. Also insgesamt, es sah zwar relativ fair aus zwischen NextKZ und Virtus Pro hier, aber wenn du dann wirklich mal die Summe machst, wie viel Gold und wie viel halt auch Roshan-Potenzial oder wie gesagt, das Potenzial von der Aegis verloren ist, dann definitiv ein Trade. Richtung NextKZ. Und wie gesagt, sie hätten halt den Gem wieder kriegen können und hätten es in 3-2 machen können, aber ja, Ghostwalk, Exort Ghostwalk funktioniert halt nicht so richtig. Wie auch immer, wir haben jetzt hier aus Art Entschuldigung, mit der Double Damage auf Mantis und da kommt der Instant Leap. Sehr gute Reaktion. Sehr gute Reaktion. Wäre dort das Impale gekommen, plus noch ein Right-Click mit dem Double Damage, plus Sunstrike natürlich, der schon von G da war. Das wäre perfekt gewesen. Kill auf Mantis, der Gem wieder zurückerobert. Aber ja, göttliche Reaktion von Mantis da. Und jetzt als Antwort kommt Moonlight Shadow. Firefly kommt raus. Sie wollen Asart bestrafen, was er gerade versucht hat. Und da kommt das Lasso. Er zieht ihn noch schön in den Ice Blast rein. Jetzt kommt der Arrow. Arrow trifft aber nicht. Er steht aber halt immer noch im Firefly. Wir haben jetzt noch kurz gestunt durch die Spike Carapace. Aber keine Chance.
Bad Raider kriegt den Last Hit da, oder ich denke, das war sogar das, was wir öfters mal sehen. Er wird dort geschattert, aber ja. Bad Raider kriegt den Last Hit. Das ist. Ja, leider wird es dann immer falsch angezeigt. Ja, richtig. Da waren noch zwei Champs. Wir sehen zwei Champs auf NextKC, auf Mantis und auf. Wo war's? Reeves? Nein. Auf den Bad Rider ist der andere. Wer spielt noch von dem Bad Rider? Stalkit natürlich. Also Vision haben sie relativ gut, Two-Side technisch, und sie sollten jetzt aber auch mal dewarden. Ja, aber Virtus Pro setzt schon die Ward so, dass sie nicht dewardet werden können oder an ungewöhnlichen Stellen, weil sie natürlich wissen, dass zwei Champs da online sind. Ja, ich habe nur gerade gelacht, weil Jotnam hat zweimal vergeblich versucht zu dewarden, hat jedes Mal einen Uphill-Miss gehabt, musste dann ein neues Shadow Poison verwenden, um die Uphill-Vision zu kriegen. Ja. Sah ziemlich lustig aus. Wie auch immer, es steht 24-24, NextKC macht derzeit die bisschen klügeren Moves, muss man ganz einfach sagen, und haben jetzt noch nach dem Kill of Ours Art haben sie den Tier 2 Tower gekriegt. Das bedeutet, auch Tower-mäßig steht es jetzt relativ gleich. In der Mitte steht noch einer für NextKC und für Virtus.pro stehen noch zwei. Wie gesagt, die zwei haben aber auch schon eine ganze Menge Damage gekriegt. Das heißt, wenn denn irgendwann mal ein Teamfight richtig groß verloren ist, dann werden die zwei Tower auch in 0, nichts down gehen. Jetzt sehen wir hier Asart wieder auf der Jagd. Inzwischen ist das ein Dagon 2. Damit kann er einiges machen. Also für die Supports, also für Batrider reicht es inzwischen nicht mehr. Er hat dafür viel zu viel HP. Auf Bane eventuell, wenn, wie gesagt, Bane es nicht schafft, Instant Nightmare oder Fiendish Grip etc. rauszukriegen. Es kommen ja noch ein paar Sentry Wards in der Mitte, und das mag ich von Virtus Pro, weil die wissen halt, dass NextKC sehr viel mit dem Moonlight Shadow arbeitet. Und daher, ja, ist das wunderbar. Jetzt kommt hier 4 Mann Smoke. Asart geht in die andere Richtung, holt sich die Regeneration und hat aber gar keine Bottle mehr. Ich denke, er hatte doch eine Bottle, oder? Liege ich da falsch? Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, aber. Wo aber ist ein Stauschild über die Bottle? Hat er die Bottle eventuell verkauft, als er sich das Dagon geholt hat? Wie auch immer, ich dachte, er hatte eine Bottle, und da wäre das natürlich besser gewesen, die Bottle zu haben. Ich glaube, er hatte nie eine Bottle. Er ist ja direkt instant auf Mana Boots, oder Arcane Boots heißen die. Aber jetzt rotieren sie. Oh mein Gott, schau dir das an. Hier in die Mitte. Und ja, NS kommt da rein, und jetzt Chrono kommt noch nicht raus, und oh mein Gott, aber Illidan wird instant ins Fiend Grip gepackt, und jetzt die ganze Chrono ist verschwendet. Ah, jetzt kriegen sie so viel Schaden, sie müssen sich zurückziehen. Deafening Blast kauft noch ein bisschen Zeit. Aber Templar Assassin kriegt auch noch den letzten Hit da. Und jetzt G versucht jetzt noch irgendwie wegzurennen. Zur gleichen Zeit haben wir hier das Problem für Jotun. Wer geht zuerst down? Ja, da geht G down. Invoker Asart versucht hier noch irgendwas zu machen mit seinem Dagon. Wird aber früher oder später auch noch sterben. Shadow Demon hat es rausgeschafft. Asart aber jetzt kriegt das Lasso ab. Und ja, früher oder später geht er jetzt auch down. Wunderbar gemacht für NextKC. Ich glaube gar nicht, dass sie dies so geplant haben. Aber sie waren halt wirklich, wie sagt man, schön verteilt. Und ja, dadurch das Fiend Script auf Illidan absolut easy für NextKC hier gemacht. Richtig gut. Naja, das ist das Problem bei Virtus Pro. Wenn die Chronos hier nichts bringt, dann schauen sie halt alt aus. Also hat man jetzt eindrucksvoll gesehen. 4-0 Trade für NextKC. Vielleicht jetzt sogar noch der Tower in der Mitte. Ja, wird schwer zu deffen, werden sie, denke ich, auf jeden Fall bekommen. Und das ist eben die Schwäche von dem Lineup, ganz einfach, weil das ist im Prinzip schon fast ein Single-Core. Also natürlich haben wir noch den Invoker dazu und so, aber er braucht eben auch die Chronos 4, um seine Spells setzen zu können. Also das Setup ist absolut auf Voids Aufgabe, und wenn der es halt verpackt, oder wenn es einfach von Next zu gut gespielt wird, wie hier gerade von ASD, von dem unbekannten Stand-In, dieses mega Fiend Script rausgehauen wird, dann was willst du machen? Oh, aber jetzt halt Illidan geht nochmal rein und kriegt jetzt diesmal alle beide in die Chrono. Er wird aber jetzt mit Yuuzhan gehoben. Mantis schafft's raus und zur gleichen Zeit Ico schafft es sich wegzublinken, aber jetzt kommt G rein. Da kommt ein Hex, und NS wird noch sterben durch Creeps, aber nichtsdestotrotz, TA geht down, und das ist definitiv ein guter Trade. Sie haben zwar eine ganze Menge dafür angewendet, aber trotzdem TA für aber hier in der Mitte. Oh Gott, Mantis direkt unter den ganzen Gems. Mantis kriegt jetzt noch den Sunstrike ab. Und ich habe jetzt Mantis aus Versehen für beide gesagt. Ich meine natürlich, Asart hat das Fiendship gekriegt und Mantis den Sunstrike. So rum war es.
Aber ja, das kannst du halt nicht machen. Du kannst nicht versuchen, irgendwo greedy alleine zu sein und gegen die Gems zu rennen. Wir haben, wie viele Gems haben wir jetzt? Auf Mantis ist einer, auf Batrider ist einer. Also egal, wen er dort findet, er wird in Gems reinrennen. Das ist halt auch gut, dass das Next KC die Gems halt auch auf ihren Heroes halten. Ja, die haben es jetzt auch schon relativ lang. Also die haben da auch keine abgegeben in den Teamfights, sind nicht gestorben. Und oh, jetzt Illidan. Ah, das ging schnell. Sehr schön. Diesmal, wie gesagt, er hat ja gewusst, dass, sag mal, dass die Chrono und Fiendscript wurde im letzten Kampf benutzt. Sind zwar relativ niedrige Cooldowns, aber nichtsdestotrotz, dort wusste er, er kann einfach reingehen, musste halt nur die BKB benutzen, um das Nightmare zu umgehen. Von daher, ziemlich positiv. Jetzt fliegt hier noch ein Ice Blast. Oh, aber sehr gutes Timing von Illidan. Macht sich dort aus dem Staub. Und jetzt, ohne den Ice Blast verfügbar, können sie wirklich in Roshan reingehen. Die Masse von Bots kommen raus. Das ist die Magic of Roshan. Und jetzt kein Hex, kein Checkout. Brauchen sie gar nicht. Illidan mit dem fertigen Mjolnir und der Mask of Madness. Das ist Bashfest. Das ist jetzt der dritte Roshan von Mantis. Oh mein Gott, Mantis hier mit seinen Illusions wollte gerade die worden. Aber schöne Reaktion von NS, Instant Hex, was ja auch Illusions instant zerstört. Und jetzt, ja, wer hat die... Hup. Okay, ah, ich habe jetzt gerade mich verlesen. Ich habe gedacht, die haben die Aegis an G gegeben. Da hätte ich gedacht, oh mein Gott, was habt ihr jetzt gemacht? Aber Mantis, oh, sehr schön. Illidan findet hier Mantis. Der Eispass kommt zwar drauf geflogen, aber oh, das Fiendscript, es reicht nicht aus. Fiendscript als solches macht zwar keinen Damage, weil die BKB schon oben ist, aber... Da kommt halt Ico rein. So viel Damage. Jetzt kommt hier noch ein Sunstrike. Trifft nichts. Das Lasso auf Illidan. Ihr hattet euch gerade einen schönen Vorteil erkämpft. Roshan war euers. Und einfach solo in den Enemy Jungle. Das kann man einfach nicht machen. Sofort bestraft von Next KC. Ja, dieses Fiend-Script ist gerade ultra wertvoll für Next KC. Also, wow, da kommt jetzt schon. Wow, mein Gott, dieser Burst. Einfach weggeburstet. Jam liegt am Boden, aber jetzt ist Azad einfach in Trouble. In Trouble? Ich würde sagen, er ist einfach tot, egal was er macht. Außer er kriegt jetzt noch irgendwie den Blink. Oh, er kriegt den Blink noch eine Sekunde, aber hier der Ice Blast fliegt und da trifft er auch nicht. Und jetzt, er hat noch 8 Sekunden bis der Vendetta. Diesmal reicht es aber nicht. Jetzt ist er das zweite Mal Carapaz. Nein, er schafft's nicht. Oh mein Gott, das ist wirklich unlucky gewesen. Aber selbst mit Vendetta hätte er halt nur den Movement Speed gehabt. Der wäre halt trotzdem noch sichtbar gewesen. Das ist ein Gem auf Bane. Den hat er jetzt gerade vererbt gekriegt von Mirana. Nichtsdestotrotz, Illidan hat es wirklich verkackt. Muss man einfach mal so sagen. Er hat die Aegis weggefeedet. Er hat sich selbst dann noch dort verfeedet an Next KC. Umzingelt von 5. Alles das nur für eine kleine Chance, auf einen Kill auf Mantis zu kriegen. Und Azad kriegt zwar dann den Kill, aber... Ja, stirbt selber noch. Es ist es wirklich nicht wert, muss man so sagen. Wurde es Pro jetzt 32-27. Wir waren schon mal an dem Punkt, wo es auch im Killscore gleich war. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz fix die Graphen an. Und ja, das ist im Prinzip das, was wir die ganze Zeit hatten. Wurde es Pro hatte sich so schön zurückgekämpft, aber jetzt Experience-wise. Next KC 7500. Und oh mein Gott, wir sehen genau denselben Up-and-Down-Graphen hier bei Gold. Sogar 5, naja, 4000 jetzt für Next KC, aber es war mal 6000 für Virtus Pro. Also so viel dazu. Game of Throws, Game of Comebacks. Zweimal jetzt schon. Ja, es liegt aber auch größtenteils daran, dass wenn einfach nicht gefightet wird, wir hatten in der Mitte des Games mal so eine Phase, wo einfach nichts passiert ist. Und da ist Virtus Pro einfach im Vorteil. Erstens, weil sie die Midas haben und zweitens, weil sie immer noch den Faceless Void haben, der mit seinem Mjolnir oder Maelstrom einfach noch relativ gut Flash farmen kann. Und auf Seiten von Next KC haben wir einfach keinen krassen Flash Farmer. Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt mal hier in die Items schauen, also... Beide Teams haben natürlich absolut das, was sie für Teamfight brauchen. Wir haben auch gerade jetzt schön gesehen, die ganze Usage von Blinkdaggern, Four-Stars, Use-Scepter. Das haben wir jetzt auf beiden Teams, beziehungsweise Use-Hammer für Batrider. Das hat jetzt auch sehr geholfen, gerade Azad da zu finden. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, einen Sheepstick haben wir jetzt für G. Und Azad arbeitet sich noch weiter vor mit seinen Dagons. Leider kommt nichts raus von Jotam. Der ist wirklich Full Support. Außer den Gem hat er gar nichts. Und Illidan, Item Progression auch relativ null, seitdem er die BKB gehabt hat. Da ist nur ein Javelin, kommt dazu. Und jetzt finden sie Illidan. Oh mein Goodness. Und jetzt kommt er zwar der Tornado raus auf Illidan. Wird früher oder später... Nein, er überlebt.
mit 30 HP. Jetzt kommt eine Defensive Krone raus. Sie kriegen, wow, sie kriegen den Bane noch, müssen sich aber jetzt zurückziehen. Und ja, Arsart kriegt so viel Damage. Jetzt stanzen sich alle noch selber in das Spike Carapace. NS wird jetzt, nein, NS stirbt auch nicht. Doch, jetzt stirbt er, weil sich Batrider vorblinkt. Und ja, aber sehr schöner Use von Ghost Scepter da. Das, ich hätte jetzt so gelacht, wenn Würdespur wirklich mit 20 und 40 HP dort aus dem Fight rauskommen. Aber es war halt leider nicht genug. Batrider, schöne Reaktion. Und jetzt letztendlich ein 2 für 1 Trade. Wir müssen die Buybacks reingucken. NS hat keinen, Illidan hat keinen. Also sie müssen aufpassen, was sie jetzt hier machen. Und Ico kann halt eine ganze Menge auch vom Tower tanken. Er hat einen Desolator, das heißt der Desolator Debuff auf den Tower. Schau dir den Damage an. Mantis mit einer MKB, Mantas, Drums, da ist, geht der Tower da nieder. Jetzt eine neue Blink Initiation auf Arsart. Er versucht es wieder gegen Gems von der Seite irgendwie zu kommen, aber nicht gegen Starcat. Der hat das gesehen und jetzt mit Arsart, er hat kein Buyback und ja, das sieht jetzt bitter aus. Also das ist bestimmt eine Rex Minimum. Natürlich ist jetzt die Chrono fertig in 5 Sekunden. Davor müssen sie sich wirklich in Acht nehmen. Versuchen vielleicht jetzt noch einen Return Kill zu kriegen. Aber nein, sie gehen einfach weiter. Sie gehen auf den Tower, der am lowsten ist. Das ist top. Und jetzt kommt die Chrono draus. Trifft 2. Wird aber hier instant. Use Scepter. Bane geht down. Das ist natürlich das Gute. Und jetzt der Ico. Ico, das ist natürlich gefährlich. Wird jetzt geforstafft. Das kauft ihn ein bisschen Zeit, geht aber letztendlich down. Das heißt, Tower defended. Und jetzt kriegen sie noch mehr Kills. Jetzt wird er noch ein Forstaff. Blink Forstaff auf NS. Sehr schön gemacht. Sie haben die Vision. AA wird hier früher oder später down gehen. Aber, oh mein Gott, sehr schön gemacht. Der Ice Blast kommt raus und ein super ranged Arrow von Mantis kriegt dann noch genug Damage auf den armen Shadow Shaman. Und jetzt G hier findet Mantis. Aber ja, instant leap out. Aber trotzdem sehr schön gemacht. Der Arrow bringt halt den Shadow Shaman in Shatter Range und ja, am Ende ein 3 für 2. Ja, 3 für 2. Ja, trotzdem noch wichtig, also natürlich jetzt krasser Vorteil für NextKZ, die Middle Barracks sind down von Virtus Pro, aber durch den relativ guten Fight am Ende haben sie einfach verhindert, dass sie dann noch mehr verlieren, denn 2 Set of Racks sind einfach sehr, sehr schwer zu deffen, wenn man die erst einmal verloren hat, weil natürlich wird das gegnerische Team dann immer auf der dritten Seite pushen und dann kommt man eigentlich gar nicht mehr aus der Base raus und kann auch nicht farmen. Gewesen, ne? Ja, dann kann man auch nicht. Ja, richtig. Weil dann kann man nicht mehr farmen. Und hinzu kommt, dass die Super Creeps auch noch weniger Gold geben. Also, es ist eine ganz doofe Situation. Yep. Ja. Es ist auch die Position der Lanes übrigens. Also, meiner Meinung nach, Mitte sind die einfachsten Racks, die du auch verlieren kannst. Also, wenn mit Racks down geht, dann werde ich mich als Caster immer zurückhalten, schon vorauszusagen, oh mein Gott, GG und so weiter. Weil es ist einfach, es sind die am. Wie am einfachst zu deffenden Racks ist einfach so, im Sinne von, wenn die down sind, die Midlane, da ist immer jemand, du hast den Backup von den Tier 4 Towern etc. etc. Bei den Sidelanes ist es ein Problem, wenn du zum Beispiel die Toplane, wenn die down ist mit den Racks und du hast einen Slow Siege Bottom, dann muss ständig jemand dorthin rotieren und die Racks dort sichern, beziehungsweise die Tier 4 Tower sichern, da werden permanent wird dein Backdoor disabled. Aber wie gesagt, Mitte, da kannst du sogar ja, die Creeps reinbringen in den Fight oder die Tier 4 kümmern sich drum. Ja, richtig. Jetzt hier in der Mitte, oh, da kommt eine schöne Blink Initiation. Lass du auf, Illidan. Mach es, stirbt doch vorher. Ja, absolut null Glück mit Backtrack. Benutzt jetzt seinen Forstaff hier rauszukommen, aber Moonlight Shadow ist raus. Oh, er wird auch keine Chance haben, sich hier irgendwie rauszublinken. Arsart hat sich jetzt hier reingeblinkt, versucht noch irgendwas zu machen. Ancient Apparition stirbt nicht. Eine schöne Mag noch angewendet. Jetzt Ghost Scepter hier von NS. Braucht aber noch 3 Sekunden bis zu seinem Vorstaff. Jetzt Illidan. Buyback. Kommt raus. Killt den ersten. Mantis wäre jetzt noch der zweite. Aber, oh, sehr schön. Bane ist noch da. Wir sehen das Fiendskript und die Shackles zur gleichen Zeit. Letztendlich stirbt Illidan. Und ich glaube, jetzt können wir über den GG reden. Außer Gott bringt jetzt hier die Godly Plays. Aber wie gesagt, Tornado fliegt, macht überhaupt nicht viel Damage und jetzt der Batrider, Shivas, Ico zeigt sich überhaupt nicht, der Melt-Hit, ah, kommt jetzt nicht durch den Tornado, aber jetzt geht G down durch das Brains-Up, jetzt sind alle noch am Leben, Mantis ist zwar super low, kriegt aber jetzt hier Earn Charges, sie rotieren wieder top rein, aber was wollen sie machen ohne den Void, das ist das Problem, Tier 3 Tower geht down, jetzt haben wir hier einen kleinen Clash zwischen NS und Ico, aber das Nightmare kam schon raus,
Der, oh mein Gott, der Arrow fliegt oben drauf, aber Defensive Disruption, jetzt G in Trouble, das U-Stepper kommt raus, er TP'd sich, Ico kriegt inzwischen den Kill auf Jotun mit Shadow Shaman und jetzt clean sie einfach ab. G hat zwar jetzt auch noch ein Ghost Scepter beziehungsweise ein Eternal Plate, aber sie werden jetzt hier gottverdammt nochmal an der Fountain gecampt. Equal versucht jetzt, NS versucht hier nochmal Equal zu shackeln. Jetzt kommt noch ein Ice Blast hinterher. Wenn der Ice Blast trifft, wird es das Ende von Virtus Pros sein. Ja, Arsart shattert. G wird jetzt auch noch shattern nach dem Flame Break. Ja, wunderbar. Und da müssen sie GG callen. Das sind 5 down. In der Mitte Equal hittet schon die Tier-Tour. Wie immer. GG, Virtus Pro verliert gegen NextKZ. Oh wei, Virtus Pro, ich ahne nichts Gutes, muss ich leider sagen. Virtus Pro steht jetzt nach dem Match 0-3 im The Summit Europe Qualifier. Für NextKZ war es erst das erste Game und auch der erste Win dementsprechend. Aber ja, also relativ, also NextKZ und Virtus Pro, die waren eigentlich lange Zeit gleich auf, hat man auch an den Graphen gesehen, aber irgendwann hat es einfach Virtus Pro verpasst, die Pickoffs zu bekommen und NextKZ hat die einfach bekommen und letztendlich dann auch den Advantage am Ende so weit ausbauen können, dass Virtus Pro da einfach keine Antwort mehr gefunden hat. Ja, genau. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, Leute, es ist noch nicht vorbei, jetzt 19.15 Uhr, Dog vs. Meacham Makers und dann das Folgespiel 21.15 Uhr, Meacham Makers gegen Relax, das waren auch nochmal zwei ganz interessante Spiele. Bei Meacham Makers haben wir ein bisschen dieselbe Situation wie Virtus Pro, die Jungs können es eigentlich, sind aber gerade derzeit nicht in Form, bei Dog und Relax ist genau das Gegenteil, da wissen wir, dass sie es auch können, aber die sind gut in Form, wie auch immer, 18.30 Uhr auf Heffler TV 4, gecastet von Waterholic und in unserem neuen Co-Caster, Dominik, die casten EMC Games und wenn ich das richtig sehe, ist das Empire gegen Virtus Pro. Das ist auf alle Fälle auch wert, das Ganze anzugucken. Also schaltet dort ein, followt den Channel, das wäre richtig super. Bis 19.15 Uhr kommt hier Musik und ein bisschen Werbung. Also bleibt dran oder schaut Heffler TV 4. Bis dann.